Die Kurse an der Börse gehen steil nach oben. Alles könnte so schön sein, wenn nicht die Angst wäre, dass der KI-Boom eine Wiederkehr des Dotcom-Hypes ist. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Dirk Müller war schon damals an der Börse aktiv. Ich freue mich daher über seine Einschätzung der Lage und was seine Tipps jetzt für die Anleger sind. Außerdem sprechen wir über die Performance seines Fonds. Und damit willkommen bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Dirk, schön, dass du Zeit hast. Hallo Clemens, vielen Dank. Von Warren Buffett ist ja das Zitat überliefert, sei ängstlich, wenn alle gierig sind und sei gierig, wenn alle ängstlich sind. Wenn man sich einschlägige Sentiment-Indizes anschaut, wie den Fear and Greed Index, die stehen inzwischen auf Extreme Greed. Ist es an der Zeit, ängstlich zu sein? Naja, ängstlich nicht, aber vorsichtig mit Sicherheit. Also wir hatten ja schon vor vielen Monaten eine Situation, wo alle total ängstlich waren und die Kurse waren unter Druck. Und das war der richtige Zeitpunkt, auch wieder was zu kaufen, in den Markt zu gehen. Ich erinnere mich, dass es eine Meta mal für 100 Dollar gab. Ne? Und jetzt ist halt die Situation, dass, wie du richtig beschreibst, alle sehr, sehr begeistert sind. Aber du hast auch noch nicht, also wenn ich mich umhöre, auch nicht diese Euphorie, dass alle sagen, oh, jetzt steigt es nochmal ums Doppelte, sondern wir zittern uns eigentlich hier oben rum. Ne? Auf der einen Seite sagst du, ja, es ist dieser Gier-Index ist schon ziemlich hoch. Gleichzeitig, wo immer du hinhörst, in medial, bei den Experten, in den Talks, überall heißt es, ja, es ist aber schon arg hoch, also das ist jetzt gefährlich hier oben. Ne? Also du hast jetzt nicht diese totale Euphorie, dass die Leute sagen, kann überhaupt nichts anbrennen, jetzt musst du blind kaufen, das steigt auf unendlich, so wie du es früher schon oftmals gehabt hast. Also von daher, wir können uns durchaus weiter hochzittern. Deshalb ist es jetzt nicht die Situation für mich zu sagen, okay, du musst jetzt hier aus allem aussteigen, das fällt jetzt gleich runter. Aber es ist natürlich eine sportliche Entwicklung, die wir gesehen haben. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass die Aktien jetzt überteuert sind, gerade die amerikanischen Werte. Wenn ich mir die Bilanzergebnisse der letzten Quartale anschaue, wenn ich die Free Cashflow-Renditen anschaue, das passt schon. Also die Kursentwicklungen sind in Einklang mit den Gewinnentwicklungen der Unternehmen. Also das passt schon noch zusammen. Da habe ich durchaus interessante Konstellationen nach wie vor. Ich habe beispielsweise nehmen wir mal beispielhaft hier, eine Meta bringt mir immer noch eine Free Cashflow-Rendite auf die nächsten 5 Jahre von 5,2%, Google 5,9%. Das ist gar nicht mal so viel niedriger als in den vergangenen 2 Jahren, sondern im Gegenteil, das passt schon noch dazu bei ihren Wachstumsaussichten, die sie haben. Nvidia, okay, die sind ein bisschen sehr stark gestiegen, aber auch hier, wenn die Wachstumsprognosen so bleiben, immer vorausgesetzt, entspricht die Bewertung in etwa dem, was sie in den letzten Jahren auch hatte. Sogar vielleicht sogar ein bisschen günstiger, weil einfach die Gewinnentwicklung so wahnsinnig war. Die Frage ist, geht es so weiter? Werden die nächsten Quartalsergebnisse das rechtfertigen? In dem Augenblick, wenn wir eine wirtschaftliche Entwicklung bekommen oder Nachrichten bekommen, dass in den USA hier diese Gewinnerwartungen nicht mehr zu halten sind, dann wird es gefährlich. Aber im Augenblick passen die Zahlen und die Kurse noch relativ zusammen. Das wäre jetzt meine Frage. Was spricht dafür, dass die Kurse weiter steigen und was spricht dagegen? Ich habe es aufgegeben, zu versuchen zu verstehen, wann die Börse jetzt endlich anfängt zu fallen oder wann sie ihren Hochpunkt erreicht hat. Das kannst du würfeln. Hier sind einfach zu viele Interessenslagen vertreten. Du hast Präsidentschaftswahlkampf, du hast die Interessen einer großen Gruppe, die sagen, ja, wir müssen den Präsidenten gut aussehen lassen, wir müssen die Kurse steigen lassen. Du hast andere, die sagen, nein, wir müssen ihn schlecht aussehen lassen, weil wir wollen, dass die andere Seite gewinnt. Wir müssen die Kurse unter Druck bringen vor den Wahlen. Hier spielen so viele mit rein. Morgen kommt irgendeine Meldung, dass irgendein Chip-Hersteller einen Konkurrenzchip zu Nvidia auf den Markt bringt, der um was weiß ich ein Drittel billiger ist. Und dann plötzlich bricht Nvidia ein und reißt alles andere mit. Du kannst jetzt auswürfeln. Also rein von den Bewertungen, die ich mir anschaue, für mich sind die wesentlichen Aspekte natürlich erstmal die Bilanzqualität der Unternehmen. Aber dann bei diesen starken Unternehmen gucke ich mir dann an, wie ist die Free Cashflow-Rendite? Also wirklich das, was für mich als Aktionär am Ende des Tages übrig bleibt, auf die nächsten 5 Jahre. Was ist da eine realistische Erwartung?
dazu, wie sieht das Wachstum aus und wie steht das Ganze im Verhältnis zu den Renditen, die ich an den Staatsanleihen bekomme. Und wir sind bei den amerikanischen fünfjährigen Staatsanleihen bei knapp über 4%, 4,09. Und ich sehe bei diesen starken Unternehmen, die Meta und Microsoft und so weiter sind, Google sind, sehe ich Free Cashflow-Renditen für diese 5 Jahre, die leicht darüber liegen oder zumindest auch um diesen Dreh herum liegen. Also durchaus etwas, wo ich sage, ist jetzt nicht dramatisch auseinander, kann durchaus sich weiter, ich sag mal, hochzittern, ne? So muss man sagen. Und je höher es geht, umso mehr kommen natürlich auch Probleme, die short sind oder die vielleicht doch ausgestiegen sind, weil sie dem Raten nicht mehr trauen. Das heißt, das kann sich durchaus noch über Monate weiter nach oben zittern. Aber eins ist auch klar, wie immer an den Börsen, wir sind sehr weit, sehr stark gestiegen. Es kann jederzeit ein Knick kommen und dann kommt, oh Gott, wir müssen schnell Gewinne mitnehmen, wir müssen raus. Und dann wollen sie alle gleich durch die gleiche Tür raus, weil natürlich sehr viele Investments über ETFs gelaufen sind, über strukturierte Produkte, die alle auf in die gleiche Kerbe schlagen. Und dann wollen natürlich alle durch die gleiche Tür raus. Und dann kann es auch sehr schnell, sehr stark nach unten gehen. Man kann es nicht sagen. Man muss sich opportunistisch anpassen. Ich bleibe dabei. Gute Unternehmen aussuchen, das kann man. Die Perspektive eines Unternehmens berechnen auf die nächsten Jahre, das kann man relativ gut. Aber zu sagen, wo der Markt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sein wird, halte ich für ja mehr oder weniger gewürfelt. Wo du die ETFs ansprichst, das fand ich ganz spannend. Da war vor kurzem eine kleine Diskussion, weil David Einhorn von Greenlight Capital gesagt hat, dass ETFs den Markt kaputt machen. Denn die Anleger hätten keinen Sinn für Bewertung. Sie kaufen einfach und machen teure Aktien noch teurer, wo jeder Fondsmanager sagen würde, da steige ich nicht mehr ein. Wie siehst du das? Ich teile diese Einschätzung, das ist so. Ja. Also hier wird nicht überlegt, was ist gut, was ist sinnvoll, diese Aktie oder jene Aktie höher oder niedriger gewichten, sondern es ist einfach ein Herdenverhalten. Und klar, das führt natürlich dazu, dass diese Kurse, solange die Leute einsteigen, immer weiter steigen. Das ist eine sich selbst beschleunigende Bewegung. Umgekehrt geht es aber nach unten halt genauso. Ne? Also wenn es mal kippt, dann geht es eben genauso auf den Weg nach unten. Ich glaube, das ist einfach für viele irgendwann mal, das muss jetzt nicht morgen oder im nächsten Jahr sein, aber ist das große Problem, weil die letzten großen Kurseinbruch oder den letzten großen Crash an den Börsen, der ist jetzt bei 25 Jahre her. Ne? Das war eigentlich die Dotcom-Blase 2000 bis 2003, wo wir 75% Einbruch an den Aktienmärkten hatten. Selbst 2009 hatten wir das ja nicht. Also man kann sagen, der wirklich große Crash an den Märkten ist 25 Jahre her. Das heißt, die allermeisten Marktteilnehmer kennen überhaupt gar keinen Crash. Ne? Die können sich das, verstehen das gar nicht, was das passiert. Und diese Entwicklung, diese Veränderung des Anlegerverhaltens in diesen 25 Jahren führt dazu, dass es im Moment sehr stabil und toll läuft und das ist alles ganz prima. Und man kann sich das auch gar nicht vorstellen, weil man es selbst nie erlebt hat, dass, ach Quatsch, das passiert nie wieder. Die Erfahrung zeigt, dass es doch wieder passiert, dass die Börse sich immer wieder wiederholt, auch mit längeren Zeiträumen dazwischen. Das ist wie bei Vulkanausbrüchen. Ja, ach, der ist ewig nicht ausgebrochen, wird er nie wieder tun. Doch, tut er, ist nur die Frage, wann. Und dann ist eben, dann wird sich zeigen, dass dieses veränderte Anlegerverhalten eben auch zu großen Nachteilen in einem solchen extremen Szenario führt. In normalen Zeiten ist das kein Problem. Dann steigen halt die Aktien. Wen kümmert es, ob eine Aktie steigt, die dann schon viel zu teuer ist, wenn sie doch weiter steigt? Wen kümmert es denn? Bitcoin genauso oder die Kryptowährungen, ob die jetzt einen volkswirtschaftlichen Sinn haben, ob die jetzt irgendwo zum Zahlen verwendet werden oder nicht, solange es steigt, solange immer mehr kaufen, solange wir Geld verdienen, wen kümmert es? Ne? Und irgendwann kommt das auch wieder auf eine normale Betrachtung zu sagen, okay, was braucht die Wirtschaft, was braucht eine Volkswirtschaft, was macht Sinn? Und dann gibt es wieder neue Betrachtungen und man wird sagen, wie konnte man nur, das war doch klar, dass es so kommt. Aber solange macht es auch durchaus Sinn, das Pferd zu reiten und diese Gewinne mitzunehmen. Wer daran Spaß hat, spielt gar nicht dagegen. Du sprachst schon die Dotcom-Zeit an. Viele ziehen ja Vergleiche zwischen der aktuellen Situation und der Dotcom-Blase. Damals war es das Internet, jetzt ist es künstliche Intelligenz, die den Hype befeuert. Wo siehst du Ähnlichkeiten und was sind Unterschiede? Du warst ja schon damals aktiv dabei. Ja, es war damals, es gibt tatsächlich einige vergleichbare Dinge. Mit allen großen Trends an der Börse, die Muster wiederholen sich dann doch und von daher kann man aus einer Erfahrung durchaus auch schöpfen. Das heißt nicht, dass sich immer alles 1:1 kopiert, aber die Muster sind doch sehr ähnlich. Und wir hatten damals, das Internet war vollkommen neu, es war klar, das Internet wird die Welt revolutionieren, wahrscheinlich sogar mehr, als es die KI tut. Das war ja der Vorläufer, ohne das Internet gäbe es auch die KI nicht.
Also das Internet war tatsächlich, das war vollkommen klar, das wird die Welt auf den Kopf stellen, völlig neu machen. Und es war auch so, ist ja draus geworden. Also hat man alles gekauft, was irgendwie mit Internet zu tun hatte, alles, was irgendwie .com im Kürzel hatte, das wurde gekauft, egal wie, weil kann ja nur gut gehen. Bei Cisco, ich erinnere mich noch dran, die waren unglaublich hoch bewertet, die waren das damalige Nvidia. Ne? Also da hat man gesagt, na ja, klar, jeder braucht Router, jeder braucht die Technik von Cisco, ohne die geht ja gar nichts. Und die haben, was ich glaube, damals auch 75% Marktanteil. Und das ist ja klar, dass die jetzt die nächsten Jahrzehnte unendlich viel Geld verdienen werden, weil das fängt ja alles gerade erst an. Ne? Und von Cisco hört man dann gar nichts mehr, weil natürlich, was passierte, die haben eine Zeit lang extrem hohe Renditen gehabt, extrem hohes Wachstum gehabt. Aber natürlich, da wollen alle was an den Kuchen haben. Das finden alle spannend. Und plötzlich wollen ganz, ganz viele Unternehmen eben daran partizipieren, bauen entsprechende Produktionskapazitäten auf, forschen in die richtige Richtung. Und plötzlich tauchen Konkurrenten auf, die man vorher gar nicht im Blick hatte. Und plötzlich gehen die Marktanteile runter. Plötzlich verteilen die sich. Und plötzlich ist ein Unternehmen wie Cisco viel zu groß. Und hat viel zu viele Mitarbeiter, weil sie Marktanteile verlieren, müssen viel mehr in die Forschung investieren. Plötzlich gehen sich die Renditen nicht mehr aus. Also das passt sich an, auch bei Nvidia. Im Moment alles easy, aber es ist die Frage, wann kommt die Meldung, das, was ich eingangs schon sagte, hier ist ein neues oder ein anderes Unternehmen, das plötzlich einen ganz spannenden Chip im Angebot hat, der vielleicht besser ist als der von Nvidia oder ähnlich gut ist, aber günstiger ist oder Nvidia irgendwo Lieferprobleme bekommt oder. Und plötzlich verschiebt sich das Ganze wieder. Also du hast einen Riesenhype, du hast die Frage, wie schnell lässt sich kapitalisieren? Auch damals waren ganz, ganz viele Unternehmen im Internet aktiv und man dachte, oh ja, die werden Haufen Geld verdienen. Aber dann hat man gemerkt, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die von Kuchen was abhaben wollen, der Markt nicht so schnell gewachsen ist und so schnell Vorteile für die Menschen gebracht hat, wie man das gehofft hatte. Und dann kam die Enttäuschungsphase und dann plötzlich waren die Gewinne doch nicht mehr so. Die Wachstumsraten waren etwas niedriger als prognostiziert. Und dann kam dieser schwere Einbruch, den wir dann 2000 bis 2003 gesehen haben. Aus dieser Enttäuschung heraus. Nicht, weil das Internet dann doch nicht funktioniert hat oder weil irgendwas anderes Schlimmes passiert war, sondern schlichtweg, weil die Erwartungen so hochgeschraubt waren, dass sie nur noch enttäuscht werden konnten. Und dann rollte sich dieses Thema nach unten. Und bei der KI ist es ähnlich. Wir sehen, wow, klasse, das wird unglaublich viel in Bewegung bringen. Es wird sehr, sehr viel verändern. Es wird ganz viele neue Sachen schaffen. Aber wir merken auch jetzt schon, dass die Diskussion aufkommt, ja, bringt es denn wirklich so viel? Ist es denn wirklich schon so reif, wie wir uns das vorstellen? Hat das nicht auch noch ganz viele Lücken und Probleme? Und ja, bringt es denn eigentlich wirklich so viel Ersparnis und Produktivitätsgewinn, wie wir uns das erhofft haben? Also man merkt schon, klar, das wird toll, aber wird es wirklich so toll, wie wir es bisher angenommen haben, so schnell? Und wenn diese Stimmung sich etwas beruhigt, man sieht, das wird doch nicht jetzt explodieren, sondern langsam sich entwickeln, dann sind im Zweifel die Erwartungen, die man bisher gehegt hat, zu hoch. Die werden sich anpassen und dann kommt es eben zu Bereinigungen, Korrekturen. Wie stark, kann niemand sagen. Das ist ja der Punkt, dass gerade sehr viel Geld in KI investiert wird. Deswegen verdient ja Nvidia so gut. Aber dass auch die anderen mit KI Geld verdienen können, das müssten die auch erstmal zeigen. Eine Meta, eine Microsoft, keine Ahnung wer. Absolut, genau das ist es. Und dazu ist KI einfach tatsächlich noch sehr, sehr anfällig. Wir sehen, beim Internet war es so, du hast plötzlich Verbindung gehabt. Du konntest plötzlich auf was anderes zugreifen. Anfälligkeit war da nicht so wichtig. Du konntest es direkt nutzen. Bei der KI ist es so, warte mal, wenn da Fehler drin sind, wenn da Probleme entstehen, wenn da Fantasy passiert, sei es bei der Bildgestaltung, sei es bei den Analysen, die gemacht werden, wenn die nicht absolut zuverlässig sind, dann bringt es plötzlich mehr Gefahren oder mehr Probleme in der Anwendung als alles andere, denn schlechter und schlimmer als keine Daten sind falsche Daten. Und im Moment haben wir noch die Situation bei aller Begeisterung über KI, dass sie nicht zuverlässig ist, dass wir zu viele Bugs drin haben. Und im Moment sagt mir auch noch keiner, das wird in ein paar Monaten erledigt sein, sondern man sagt mir, das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Also man wird noch viel, viel arbeiten müssen. Und solange Bugs drin sind, und zwar gravierende, die auch auf den ersten Moment oftmals gar nicht zu erkennen sind, sondern erst in der Folge sich klar ausstellen. Jetzt muss man sich überlegen, wie weit sind große Konzerne, Unternehmen, Forschungseinrichtungen bereit, auf ein System zu vertrauen, dessen Daten im Zweifel falsch, aber nicht mal erkennbar falsch sind. Also deshalb wird man bei aller Euphorie schnell sagen, warte mal,
noch nicht. Das hat noch nicht die Reife, die wir benötigen. Und deshalb wird das Wachstum vielleicht dann doch nach den ersten spielerischen Anwendungen doch langsamer voranschreiten als erwartet. Was wir mal beobachten müssen. Aber wie so oft, neue Technologien, die sicherlich die Welt verändern, werden auch zunächst mal mit einem riesen Hype, einer riesen Begeisterung gefeiert. Und diese Begeisterung in aller Regel, auch wenn sie berechtigt ist, wird sich irgendwann wieder beruhigen, wird sich etwas verlangsamen und das wird dann auch die Aktienkurse verlangsamen. Siehst du eine besondere Gefahr in der Marktenge, die wir gerade erleben? Es sind ja nur wenige Aktien, die den Markt eigentlich treiben. Absolut. Also wir hatten, ja und nein. Ich würde sagen, wir hatten in den vergangenen 12, 18 Monaten, hatten wir es sogar noch dramatischer, dass die Mag 7 noch sehr viel weiter sich abgelöst hatten. Wir sehen in den letzten Monaten sogar eher, dass auch viele andere Aktien mitziehen. Also wenn ich so beobachte, dass auch eine Caterpillar plötzlich richtig Gas gibt nach oben. Also dass da durchaus eine größere Breite entsteht. Inzwischen sehen wir sogar wieder einen Riesenschub bei den Meme-Aktien, also bei den Schrottaktien, die eigentlich auf die Müllhalde der Börsen gehören, weil die Leute in ihrer Begeisterung für steigende Kurse jetzt das suchen, was noch zurückgeblieben ist. Also wir sehen ein bisschen größere Breite reinkommen, was durchaus auch gesund für die Märkte ist. Und wie du richtig sagst, wir sehen gerade bei den Mag 7, dass die schwächeln. Also nicht alle, aber Apple hängt ganz klar hinterher, Google hängt hinterher. Da sehen wir jetzt, dass da eine Beruhigung eintritt. Nvidia zieht, Tesla hat seine ganz eigenen Probleme. Also wir sehen eine Verschiebung, die ich aber grundsätzlich eher für gesund halte als für schlecht halte. Und da der Markt nach wie vor hier am All-Time-High kratzt und das, obwohl diese unglaublich schwergewichtete Apple unter Druck kommt und Google sich schwach zeigt, würde ich sagen, dass wir und Amazon auch nicht gerade toll performt, würde ich sagen, dass das eher ein Zeichen dafür ist, dass wir in der Breite eine Bewegung sehen. Und das führt eher zu dem Gedanken zu sagen, das kann durchaus noch eine Weile gehen. Würdest du sagen, jetzt ist auch mal die Zeit, ein paar Gewinne mitzunehmen? Das sollte man eh immer berücksichtigen. Also gerade wenn ein Unternehmen extrem weit gelaufen ist und wohlgemerkt die Bewertung dann nicht mehr passt. Also nur weil ein Unternehmen stark gestiegen ist, heißt nicht, dass man jetzt Gewinne mitnehmen muss, wenn es schlichtweg zu den Unternehmensergebnissen, zu den Quartalsergebnissen, zu den Perspektivprognosen passt, dann muss man sie nicht verkaufen. Dann ist ein gestiegener Kurs kein Grund, eine Aktie zu verkaufen. Im Gegenteil, zu sagen, lass es doch laufen, das Pferd. Wenn die so gut verdienen, wenn die so tolle Gewinne machen und so hohes Wachstum haben, ja, dann wird die Aktie ja in den nächsten Jahren weiter steigen. Also warum soll ich sie dann verkaufen, nur weil sie gestiegen ist? Ich muss sie dann verkaufen, wenn der Kurs nicht mehr zu diesen Wirtschaftsdaten passt. Und da muss man sich dann immer jede Aktie einzeln für sich anschauen. Wie hat sie sich verhalten? Wie sind die aktuellen Erwartungen für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre? Hat sich da was verändert? Ist die inzwischen zu teuer? Ist die inzwischen vielleicht sogar billiger geworden, weil das Gewinnwachstum höher war als bisher angenommen? Und daran muss man sich orientieren, zu sagen, okay, warte mal, da nehme ich jetzt mal einen Gewinn mit, wo man sagt, okay, da ist es einfach zu teuer, da ist viel zu viel Erwartung drin. Und andere, die trotz aller Kurssteigerungen nach wie vor gut performen, die muss ich auch nicht abverkaufen. Das ist dann wahrscheinlich auch deine Antwort auf die Frage, jetzt noch einsteigen oder nicht. Das hängt von der Aktie ab. Absolut. Du musst es wirklich von der Aktie abhängig machen, zu sagen, wo sehe ich welche Ergebnisse, wo sehe ich welche Steigerungen. Gucken wir mal auf die ganz mal Beispiele, ich nehme mal gerade die US-Aktien, wo man sich an denen gut orientieren kann. Schau mal eine Apple zum Beispiel, von denen sage ich schon eine geraume Zeit, dass die schlichtweg zu teuer sind für diese Zahlenwerte. Also die waren extrem stark gelaufen, haben die Märkte massiv gezogen, aber du hast bei Apple eine Free Cashflow-Rendite auf die nächsten 5 Jahre im Schnitt von 4,8%. Das wäre erstmal so weit okay. Das ist ja auch etwa vergleichbar mit einer Meta beispielsweise oder so, oder etwas unterhalb von Google. Aber Apples Wachstum für die nächsten Jahre wird ja nur mit etwa 4% pro Jahr angenommen. Also das heißt, Apple ist ja kein zweistelliges Wachstumsunternehmen mehr, sondern ist ein Industriekonzern, der sehr starke Gewinne macht, aber eben auch nur noch im einstelligen Bereich wächst. Und hier ist dann im Zweifel eine 4,8% Free Cashflow-Rendite mit nur einem Wachstum im niederen einstelligen Bereich im Zweifel zu teuer. Bei anderen Unternehmen, die, wie gesagt, ein sehr starkes Wachstum haben, wie gesagt, eine Meta mit 5,2%, hat eine höhere Free Cashflow-Rendite als Apple und gleichzeitig aber ein Wachstum von etwa 14% auf die nächsten 5 Jahre pro Jahr gerechnet. Also das ist dann eine andere Bewertung und hier muss man sagen, okay, wo gucke ich dazu?
Du kannst auch mal bei deutschen Konzernen schauen, eine BASF zum Beispiel, ja, die mir eine 7% Dividendenrendite bezahlt. Und das relativ, nicht nur relativ, sondern extrem stabil seit vielen, vielen Jahren. Das sind Dinge, wo man sagen kann, ist das zu teuer? Ich würde sagen, nein. Wobei bei BASF die Wachstumsaussichten gerade etwas schwierig sind. Das ist definitiv so, aber das haben die, diese Phasen haben die immer mal. BASF ist ja nie ein Wachstumsunternehmen gewesen, sondern wirklich ein Konzern, der sich an dem Weltwachstum orientiert. Aber sie haben auch in Zeiten, in denen sie Schwierigkeiten hatten, sich umzubauen, trotzdem ihre Dividende bezahlt. Und wir sehen bei BASF was sehr Spannendes. Die bauen hier in Deutschland sukzessive ab und bauen international auf. Das heißt, das wird von einem deutschen Konzern immer stärker zu einem internationalen Konzern, weil schlichtweg Deutschland nicht konkurrenzfähig ist, was die ganzen Rahmenbedingungen für Unternehmen angeht. Und da sagen die sich, was Besseres als den Tod finden wir überall, gehen wir ins Ausland. Kostet erstmal Umbau, kostet Strukturveränderung, aber BASF, der größte Chemiekonzern der Welt, wird auch künftig seine Gewinne machen und zu den günstigen Preisen, wie sie momentan da sind, mit ein bisschen Zukunftsperspektive auf die nächsten 10 Jahre, ist das ein Kauf. Ne? Wie du schon sagst, bei BASF in Ludwigshafen wollen sie 1 Milliarde Euro einsparen. Dafür werden in China 10 Milliarden in ein neues Werk investiert. Ja, das ist natürlich Umstrukturierung, das hat seine Notwendigkeit. Klar, jetzt gibt es mit China die Probleme, das wird sich mit China auch noch zuspitzen politisch. Du kennst ja meine Diskussion, das haben wir schon oft geführt, diese Gespräche über Chinas Zukunft, über ja, die Einhegung Chinas als Hegemon, dass die Amerikaner dann durchaus noch ihren Fight mit China haben. Das wird sicherlich noch ein paar Jahre gehen, aber auch das wird irgendwann vorbei sein. In 10 Jahren werden diese Fronten geklärt sein. Dann ist klar, wer Koch und wer Kellner ist. Ich glaube, es sind die Amerikaner, vielleicht sind es aber auch die Chinesen, wir werden sehen. Ne? Aber so oder so wird der Spuk irgendwann vorbei sein und dann ist BASF in China massiv vertreten und ganz egal, unter welcher Ägide, werden sie dann da ihre Gewinne produzieren können. Stichwort hohe Dividendenrendite. Da sind ja auch die deutschen Autobauer gut mit dabei. Sind die auch ein Kauf für dich oder eher weniger? Oh, sehe ich ganz genauso. Wenn man nicht davon ausgeht, dass die pleite gehen, und das tue ich nicht. Ich habe schon vor Jahren gesagt, unterschätzt mir die deutschen Automobilbauer nicht. Die brauchen lange, bis sie was machen. Die Zyklen sind sehr lange. Es ist natürlich auch schwierig, ihr eigenes Geschäftsmodell zu kannibalisieren. Aber unterschätzt mir die nicht. Wenn die was machen, machen sie es richtig und dann kommen sie mit richtig guten Sachen raus. Wenn man sich den Elektro-Porsche anschaut, ich bin den mal testweise gefahren in so einer Veranstaltung. Das war schon beeindruckend. Ja. Also das hat schon ein anderes Kaliber als ein Tesla. Ne. Also das ist schon eine ganz andere Technik, ganz andere Reife von Technik. Und die werden, wenn dieses Elektrothema sich durchsetzt, werden die auch damit ihre Punkte machen. Mit Abstand, die brauchen ein bisschen Zeit, aber dafür bringen sie dann wirklich was Ausgereiftes auf den Markt. Und andererseits sehen wir jetzt zunehmend die Diskussionen, dass es mit dem Elektro vielleicht doch gar nicht so schnell geht, dass es der Verbrenner noch viel länger am Leben bleibt. Und ja, und dann sind eben die deutschen Automobilbauer doch noch nach wie vor mit ihren die Nummer eins, was Verbrennungstechnologien angeht, und werden sich vielleicht noch länger halten. Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht ist Deutschland vor lauter Ideologie auch da stur und sagt, egal, wir machen das so, aber im Rest der Welt wird das so sein, da wird man den Verbrenner eben länger fahren und den BMW oder Daimler ist ja vollkommen egal, ob sie den in Deutschland verkaufen oder in den USA oder China oder Indien oder sonst wo. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man von der deutschen Wirtschaftslage nicht auf die deutschen Unternehmen schließen darf. Die Kurse steigen ja, obwohl die Konjunktur nicht läuft. Der DAX ist auf Rekordniveau. Absolut, absolut. Wir hatten mal einen Konzernchef eines großen deutschen Konzerns gesagt, der zwar hier seinen Sitz, die zwar in Deutschland ihren Sitz haben, der sagte, es ist mir scheißegal, ob ich Arbeitsplätze in Deutschland oder in China oder sonst wo schaffe. Wir sind ein internationaler Konzern, wir produzieren in so vielen Ländern der Welt. Wir haben weltweit Mitarbeiter aus nahezu allen Staaten dieser Welt. Wir verkaufen unsere Produkte in allen Teilen der Welt. Nur weil unsere Konzernzentrale traditionsgemäß immer noch in Deutschland ist, sind wir das auch kein deutsches Unternehmen, sondern wir sind internationaler Konzern mit internationalen Kunden und Mitarbeitern und Märkten und Produktionsstätten. Und wo ich meine Gewinne mache, wo ich meine Investitionen mache, ist mir dabei vollkommen egal. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von lösen, gerade auf Konzernebene, dass wir von nationalen Konzernen sprechen, sondern es sind internationale Konzerne. Auch die amerikanischen Konzerne sind am Ende ja international tätig in all ihren Bereichen, produzieren international, verkaufen international, entwickeln international. Sie sind den heimischen
Gesetzen unterworfen, was dann die Steuersysteme angeht, aber ansonsten sind es alles längst ja, Weltkonzerne. Ich hatte gesehen, dass du bei deinem Fonds zuletzt etwas mutiger warst und die Absicherung gelockert hast. Seit November geht es nach oben, davor war es ja eher diese Seitwärtsbewegung. Was hat dich dazu bewogen, offensiver zu werden? Zwei Sachen hast du dazu. Zum einen, wir haben ja zwei Fonds. Wir haben ja den defensiven Fonds, über den du den gerade ansprichst, und wir haben den offensiven Fonds. Der offensive Fonds, der die gleichen Aktien beinhaltet, allerdings ohne Absicherung auskommt. Und dieser Fonds, der hat im letzten Jahr 21% zugelegt und der hat dieses Jahr schon 11% zugelegt. Also mit dem sehen wir richtig, richtig gut aus. Der muss sich nirgends verstecken. Der macht wirklich eine geile Performance. Der defensive Fonds, der macht genau das, was er tun soll, nämlich defensiv zu sein, nämlich zu schützen. Also man kann sich entscheiden, will ich den offensiven, aggressiven haben, der voll im Markt ist, da zeigt man eine sehr gute Performance, oder wollen wir mit gebremstem Schaum daran teilhaben, aber auch die Sicherheit haben. Und wir hatten nach 2020, den Crash hatten wir sehr, sehr gut überstanden, konnten sogar leicht zulegen, während die Märkte 30% eingebrochen waren, hatten danach ein Riesenproblem. Ich hatte den Mut nicht aufzumachen, im Frühjahr 2020, aufgrund des Wahnsinns, der außenrum noch passierte, war ich nicht mutig genug zu sagen, okay, trotz all diesem Irrsinns, dieser vollkommen unsicheren Lage außen, gebe ich das Geld der Anleger ins Risiko. Die Leute hatten mir 600 Millionen Euro anvertraut innerhalb von wenigen Wochen, und das war Geld, das zu mir kam, weil es geschützt werden wollte vor diesen Krisensituationen da außen. Und da war ich schlichtweg, hat mir der Mut gefehlt zu sagen, okay, das riskiere ich jetzt in einem vollkommen unklaren Umfeld. Die Konsequenz war, die Märkte gingen stark nach oben. Wir konnten das nicht mitmachen. Im Gegenteil, die Absicherung hat uns etwas gekostet, nicht dramatisch viel, aber ein klein wenig. Und das führte dazu, dass wir leicht verloren haben, während die Märkte nach oben explodierten. Jetzt kann man sagen, okay, das war blöd. Ja, ich hatte meine Gründe, es zu tun. Im Nachhinein würde ich auch sagen, würde ich anders machen. Was war die Erkenntnis daraus? Man hatte immer so ein Learning. Wie geht man damit um? Was zieht man für Konsequenzen daraus? Für mich war die Erkenntnis das, was ich auch vorhin im Interview schon gesagt habe. Man muss an diese Märkte sich opportunistisch anpassen. Ich weiß schlichtweg nicht, was sie als nächstes machen werden. Ich kann noch so die Unsicherheit sehen, aber wenn es weiter nach oben geht, geht es eben weiter nach oben. Du musst dabei sein. Das heißt, wir haben daraufhin die Strategie so angepasst, dass unsere Systematik sich automatisch an die Märkte anpasst. Also wenn es steigt, sind wir eben auch dabei. Ist vollkommen egal, ob ich jetzt glaube, dass es jetzt viel zu hoch ist oder dass eine große Gefahr besteht oder sonst was. Wenn es steigt, sind wir dabei. Und umgekehrt, wenn es fällt, sind wir auch sehr, sehr schnell in der Absicherung. Das heißt, eine opportunistische Anpassung an die Märkte, die nicht mehr von meinem Bauchgefühl oder von meiner Überzeugung in diesem Moment abhängt. Das war extrem wichtig, mich selbst da etwas rauszunehmen und einen Automatismus reinzubauen, der in einer ruhigen Zeit entworfen ist, um dann in Krisenzeiten aber auch ganz automatisiert, also manuell, aber vorgegeben durch System, umgesetzt, ausgeführt zu werden. Das haben wir gemacht. Das Problem war natürlich, dass wir schon deutlich tiefer waren, als wir eigentlich sein wollten. Wir waren im Low bei 83 im NAV. Und jetzt hatten die Leute, wollten natürlich, die waren ja bei uns, weil sie nicht viel verlieren wollten. Das heißt, ich hatte jetzt gar nicht viel Möglichkeit, Spielraum, nach unten noch was zu riskieren. Ich konnte jetzt an keiner Stelle aufmachen und sagen, so, jetzt machen wir mal auf. Und dann fällt der Markt um 5% und wir verlieren nochmal 5% oder wie viel. Das hätte ja niemand akzeptieren können, weil er sagt, um Gottes Willen, so große Verluste wollte ich ja überhaupt nicht eingehen. Das heißt, ich musste das schaffen, das Kunstwerk schaffen, wenn man so möchte, das Zirkuskunstwerk schaffen, nach oben zu steigen, aus dieser schwachen Position rauszukommen, ohne Risiko einzugehen. Und das hat zwar jeder gesagt, das wird nicht gehen, das kannst du nicht, das klappt nicht. Wir haben aber die Strategie so aufgebaut, dass es funktionierte, dass wir mit anfangs sehr, sehr kleinen Risiken uns langsam hochgearbeitet haben. Und je höher wir kamen, umso mehr Risiken konnten wir auch eingehen, umso mehr Öffnungsquote konnten wir eingehen. Das heißt, unsere Öffnungsquote im Fonds passt sich ganz automatisch an die Marktformation, an die Marktindikatoren in Kombination mit unserem eigenen NRV. Das heißt, je höher unser NRV ist, je weiter wir aus dieser schlechten Phase wegkommen, umso mehr Risiko können wir auch eingehen, umso mehr können wir auch in die Öffnung reingehen. Und das natürlich nochmal angepasst an die Marktsituation. Je positiver die gesamte Marktkonstellation aussieht, umso größer ist auch wiederum unsere Öffnungsquote. Und diese Konstellation führte dazu, dass wir uns seit letztem Jahr mit dieser Strategie aus dieser, ich sag mal, ganz tiefen Zone wegarbeiten konnten und damit immer schneller, immer weiter auch öffnen konnten. Wir hatten in den letzten Wochen hatten wir immer wieder mal Phasen, wo wir auch überhaupt keine, also null Absicherung hatten.
Aber natürlich, die Strategie war so, auch die entsprechenden Limite in den Märkten waren so, dass wir auch innerhalb von Stunden wieder auf eine Absicherungsquote von 30, 50, 70% gekommen wären, wenn der Markt entsprechend sich entwickelt hätte, nach unten gegangen wäre. Also das heißt, wir haben jetzt diese Phasen, wo wir sehr, sehr stark im Markt sind, aber auch sehr schnell wieder in die Absicherung kommen, wenn er kippen sollte, sodass wir gar nicht mehr in diese tiefen Bereiche reinkommen. Das Wichtige war die Automatisierung, also wirklich das Bauchgefühl von mir rauszunehmen und in eine logische Strategie, die sich opportunistisch an den Markt anpasst, umzusetzen. Und das zeigt jetzt sehr, sehr gute Erfolge. Welche Learnings kann ich denn als Privatanleger aus deiner Lernerfahrung ziehen? Also das Wichtigste ist, dass man eine Strategie sich entwickelt, dass man sich einen Plan zurechtlegt, den man dann durchhandelt, den man dann umsetzt, wenn die Märkte sich verändern. Also wenn ich mich in einer ruhigen Phase, wie wir sie jetzt gerade haben, hinsetze und sage, okay, beispielsweise, wenn es an den Märkten mal irgendwann deutlich nach unten geht, dann würde ich gern das und das und das und das unternehmen, wenn es das mal billig gibt, das würde ich gern kaufen. Und sich dann zu überlegen, was ist denn billig? Wo fände ich es denn total günstig? Unter welchen Bedingungen würde ich das denn gerne kaufen? Und das schreibt man sich auf. Und wenn dann dieser Zeitpunkt eintritt, dann setzt man es auch um. Und das kommt genau der Punkt, ob man dann den Mut hat, es zu tun. Und dazu, das ist vielleicht das Learning, das jeder auch daraus ziehen kann, eben eine Strategie aufzusetzen, einen klaren Ablauf, sich einen Plan zu machen. Wenn das kommt, mache ich das. Um das dann auch, egal wie die eigenen Emotionen sind, umzusetzen. Und genau das fehlte mir tatsächlich in 2020. Wir hatten ganz klar die Pläne. Ich hatte vollkommen den klaren Plan. Wenn es nach unten geht, wo sichern wir wie ab? Beim Wiederaufmachen fehlte dieser vollkommen klare Plan zu sagen, jetzt in den Phasen machen wir auf, sondern zu sagen, wenn die Krise durch ist, wenn das Problem gelöst ist, dann machen wir auf. Und das war nicht der Fall. Die Krise war nicht gelöst. Wir hatten keinen Plan für, die Krise ist nach wie vor da, aber die Kurse steigen. Und das schlichtweg war nicht eingeplant und war nicht vorausgeplant und musste deshalb intuitiv gemacht werden. Und das ging schief. Und daraus habe ich für mich gelernt, ich brauche für jede Eventualität einen Plan beziehungsweise eine Systematik, die in jeder Eventualität die richtige oder sich entsprechend anpasst. Und daran haben wir alle. Das war dieser Widerspruch Krise und steigende Kurse. Absolut. Das war genau das Problem. Erinnere dich an den April, Mai, Juni 2020, als die Märkte so explodierten. Die Rahmenbedingungen waren ja katastrophal. Die Lieferketten brachen ja erst gerade zusammen. Das fing ja gerade erst an. Es war vollkommen unklar, welche Auswirkungen das Ganze auf die internationalen also auf die Bankenwerte, auf die Kreditmärkte haben wird, auf die Bonitäten haben wird, auf Produktionen in einer Welt, wo alles just in time funktioniert. Also es war ein völlig unkalkuliertes. Es gab noch keinen Impfstoff, es gab noch keine Lösung der Pandemie, die im Gegenteil, die Pandemie war noch nicht mal auf ihrem Höhepunkt, die war noch voll in der Entwicklung. In einer solchen Phase, in der alles im Chaos war, explodierten trotzdem die Aktienmärkte nach oben. Und das war etwas, was ich für mich nicht vorgesehen hatte, sozusagen. In einem solchen chaotischen System, in dem noch nicht mal eine Lösung des Problems absehbar ist, explodierende Aktienkurse, das hat mich in diesen Konflikt gebracht, zu sagen, ich kann doch nicht mit gutem Gewissen in eine solche nicht kalkulierbare Situation das Geld der Menschen ins Risiko geben. Und das hat eben dazu geführt, dass die Märkte eben trotzdem gestiegen sind. Märkte sind dann eben nicht immer unbedingt logisch oder rational, aber sie sind nun mal gestiegen. Und das hat zu Recht dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, Mensch, was macht denn der Müller da? Wieso macht denn der nicht auf? Ja, ich hatte meine Gründe, weil ich gesagt, kann ich nicht verantworten, auch Verantwortungsgefühl für das Geld der Anleger. Ich kann es nicht verantworten, das Risiko. Aber das Ergebnis war eben, dass es nicht gut aussah. Damit muss ich leben. Lass uns doch einen kurzen Blick nach vorne werfen und über ein anderes Thema reden, was gerade durch die Medien geht, nämlich die anstehende US-Präsidentenwahl. Was werden die Auswirkungen sein, je nachdem, ob Biden oder Trump gewinnt? Also ehrlich gesagt, man macht sich ja unglaublich viel Kopf und was da alles passiert und was das für Deutschland bedeutet oder nicht bedeutet. Ich glaube, für Deutschland war das so oder so nicht von Vorteil. Also wenn ich mir die deutsche Wirtschaft derzeit anschaue, ich sehe nicht, dass wir unter der Politik von Joe Biden so wahnsinnig viel profitiert haben. Ja, Deutschland fährt dermaßen den Bach runter, während Amerika super stabil da steht. Wir haben eine Nord Stream 2 Pipeline, die gesprengt wurde und so wie es sich jetzt darstellt, war es nicht der Russe, wie auch immer es sonst gewesen sein mag.
ja, wir müssen kaufen plötzlich das LNG aus den USA zu dem Vielfachen dessen, was wir früher in Russland bezahlt haben. Also da war nicht, dass Joe Biden uns geholfen hat und gesagt, Mensch, ihr Deutschen, ihr seid so solidarisch mit der Ukraine, deshalb spreche ich mal mit meiner Wirtschaft und wir reden mal, dass wir vernünftigen Preis hinkriegen, dass ihr nicht so wahnsinnig viel drauf zahlt, sondern er sagt, herrlich, wunderbar, die Deutschen bezahlen uns unsere Probleme, herzlichen Dank, wir nehmen das Geld gerne. Und jetzt auch noch die Entscheidung von Joe Biden, naja, vielleicht doch weniger LNG zu exportieren. Der Deutsche hat halt Pech gehabt, muss halt noch mehr bezahlen. Also ich sehe nicht, dass die Politik von Joe Biden so wahnsinnig toll für die deutsche Wirtschaft war. Ganz im Gegenteil. Die Amerikaner machen alles aus ihrer Sicht richtig. Sie schützen ihre Wirtschaft in der jetzigen weltwirtschaftlichen Situation maximal. Tun alles, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren, zu schützen, auf Kosten ihrer Freunde, ihrer Gegner, des Rests der Welt. Das funktioniert. Den amerikanischen Wirtschaft geht es gut. Die sind auf All-Time-High. Wir sehen die Unternehmensergebnisse. Die amerikanische Regierung haut Geld raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Sieht zu, dass die Welt dafür bezahlt. LNG war jetzt gerade das Thema, aber auch die Rüstungsthematiken. Die Welt bezahlt momentan den Aufschwung in den USA. Und unter Trump wäre das nicht anders. Deswegen, es wären vielleicht andere Branchen, die darunter leiden oder profitieren. Aber ich glaube, kein amerikanischer Präsident macht sich Gedanken, wie er Deutschland helfen könnte mit Deutschlands Wirtschaft oder Europas Wirtschaft. Denen geht es ausschließlich und verständlicherweise um ihre eigene Wirtschaft. Und für uns ist das immer eher von Nachteil als von Vorteil, denn unsere Eigenpolitik ist offenkundig nicht stark genug, um die eigene Wirtschaft zu stabilisieren. Also wir haben einen sehr starken Gegner, dem unsere Wirtschaft völlig egal ist, der uns unsere Wirtschaftsleistung eher absaugt. Und wir haben eigene Politiker, die scheinbar die Kräfte nicht haben, um dem was entgegenzustellen. Deshalb am Ende, glaube ich, ist es für uns gar nicht so wichtig, wer in den USA Präsident ist. Interessant wäre es, dass hier mal eine Politik gemacht würde, die die europäischen und deutschen Interessen wieder etwas in den Vordergrund stellen würde. Da hätten wir mehr, da sollten wir mehr drüber Gedanken entwerfen, als über die Frage, wer in Amerika regiert. Dirk, vielen Dank. Danke ebenfalls, Clemens.